Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur vierten Folge von Now, The Lost Eye. Die Rätseldichte füllt sich immer mehr und der Umgang mit dem Boomerang wird auch immer smoother. Großartige Gegner blieben bis jetzt uns aus, aber das könnte sich ändern, denn das nächste Ziel steht direkt vor uns. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Geknackt. Willkommen zurück. Hier scheint die Sonne. In Wirklichkeit scheint die Sonne. Mir geht's gut. Ich bin erholt. Ich hoffe, ihr seid auch erholt. Und da werden wir reingehen. Das erinnert mich irgendwie an The Mask Maker. Und da sind wir. Vor dem Turm. When I first came to this realm, there was a power here already. Aber nur dezent. Hoher Turm. Komischer Baum. Ja, vom Artstyle ebenso, aber das wäre mir auch vorher aufgefallen eigentlich. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen. Was haben wir hier? Oh, hier mal. Mega viel Zeugs. Flügelzeugs, von dem ich nicht weiß, was es kann, was es bringen soll. Aber wir sammeln es ein. Denn wir sind ein Sammler. Aber man kann nicht alles kaputt hauen. Flaschen kann man kaputt hauen. Oh, noch mehr. Nö, da ist nichts mehr. Aber wir rüsten uns wieder mit dem Bumerang aus. Den wir jetzt lieben und schätzen gelernt haben. Kampfhose, da ist wieder... Oh je, oh je. Oh, oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ernsthaft? Ist mein... Nee, oder? Nein! Du bist schuld! Ich hab jetzt... nicht ernsthaft meinen Bumerang verloren. Der war teuer! Der war sehr teuer. Oh, Vorsicht. Nicht, dass wir auch noch den Rentnerstab verlieren. Mist! So eine Scheiße. Können wir darüber teleportieren? Ich glaube, da ist irgendetwas. Ich ahne etwas. Wir machen kurz mal was. Wechsel dich. Sofort teleportieren. Können wir? Nein. Leider nicht. Hätte ja sein können. Das sah so aus. Wie dem auch sei. Oh Mann. Zu Beginn der Folge gleich mal den Boomerang verlieren. Ist so typisch, Alex. Oh, das sieht gefährlich aus. Jetzt, wo ich den Boomerang nicht mehr habe. Super. Na gut. Ab ins Innere, Scheiße! Was ist... Ich glaub, du spinnst hier! Was war das? Jo! Hallo? Warte mal. Wisst ihr, letztes Mal, in der letzten Folge, da ist uns ja einer gefolgt. Folgt er uns wieder? Oh, nicht, dass wir da nicht mehr hinkommen. Nee, alles safe. Da ist er. Kann man damit Stäbe auch heilen? Nee, gell? Hallo? Hey. No. Ja, das war mal eine. Ist hier... Oh, da sind ja auch nochmal Sachen. Habe ich die letztes Mal nicht genommen? Nein, das wollte ich nicht. Gut. Ja. Was soll ich sagen? Freund verloren. Bumerang verloren. Super Start
In die vierte Folge. Aber das holen wir wieder rein. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Du bleibst da drin, ich sag das. Bis jetzt passiert da noch nichts. Ey! Ich sag das. Könnt nicht immer alle verschwinden hier. Oh Mann, ey. Das sieht auch komisch aus. Eine Riesenerdnuss. Oh, können wir da. Oh, da können wir jetzt rüberklettern. Bin ich mir sicher. Mal da hoch, ja. Das Rätsel ist quasi gemacht. Ja, mein Adlerauge zeigt, wir müssen hier hochklettern, um ganz nach oben zu kommen. Hier sind solche Dingens. Rohstoffe. Ja. Gehen wir nach oben. Können wir auch rennen? Nein, kann er nicht, weil er läuft mit Barfuß rum. Barfuß rennt sich so schlecht. Bom. Ah, yes. Easy. Ah, diese Interaktivität, die liebe ich. Eigentlich muss das ja ein No-Brainer sein, wenn du ein VR-Spiel... Alter, muss ich da... Achso, nee. Wenn ich ein VR-Spiel erstelle, dann muss Interaktivität her. Sonst macht das keinen Sinn. Dann kann man es auch gleich direkt am Bildschirm spielen. Wenn man nicht... Wenn man nicht... Nein! Wenn man nicht interaktiv mit der Umwelt interagieren kann. Nochmal. Und wenn es auch nur so banal ist, so leichte Sachen, macht das schon was her. Vor allem, wenn man weiß, man muss vorsichtig sein, weil auch da ist jeder Handgriff essentiell überlebensnotwendig. Wenn ich jetzt hier runterfall, dann wird es kein gutes Ende finden. So. Hier hören wir noch was. Etwas, von dem ich immer noch nicht weiß, was das sein soll. So ein Plus-Dingens. Keine Ahnung. Safe Point. Mal gucken erstmal. Man kann nicht nach vorne laufen, wenn ich das nach oben mache. Alles kaputt haben. Wo? Oh, du! Du kriegst jetzt was vom Bogen ab. Zack. Oh, es ging daneben. Pah, Headshot. Und daneben. Und daneben. Alter. Ja, mit dem Bogen habe ich es noch nicht so ganz. Hallo. Oh. Ist nicht so Skyrim-like. Oh, daneben. Haarscharf daneben. Und schon wieder daneben. Direkt in den Brustkorb. Oh, come on. Also so ein Fadenkreuz wäre doch mal nicht schlecht. Ja, stirbst du jetzt dann bald? Oh. Hä? Muss ich nicht verstehen. Ja, der Bogen. Mit dem Bogen komme ich nicht so ganz klar. Er ist schön und gut, aber irgendwie da fehlt irgendetwas. Das Feeling ist nicht das gleiche wie bei Skyrim.
Hätten sie es beim Bumerang belassen, dann wäre alles gut gewesen. Rückenmassage. Mal die Zeit nutzen, sich ein bisschen umzuschauen. Es gibt, glaube ich, noch die Armbrust und noch so eine andere Waffe, die uns noch bevorsteht. Eine Armbrust, glaube ich, um einiges wichtiger. War das jetzt fies? Na komm, er ist auch fies. Da geht's nirgendwo lang. Doch, das sind Kisten. Wenn ich jetzt aber runtergehe. Ach, komm, was soll der Geiz? Los, runter jetzt. Kann ich eigentlich springen? Wir sammeln alles ein, haben wir gesagt. Wir lassen nichts zurück. Wenn es bedeutet, wir müssen halt dann nochmal da drauf. Nochmal da drauf. Wir können. Wieso kann er nicht springen? Nur weil du barfüßig bist, heißt es das nicht, dass du nicht springen kannst. Aber da müssen wir Trick 17 machen. Ist halt ärgerlich. Aber so ist das nun mal. Wenn das gehen sollte. Das geht nicht. Ernsthaft? Oh Mann, müssen wir den ganzen Weg jetzt nochmal machen. Na, zum Glück kann man da durchglitschen. Also mit dem Teleporter. Never mind. Muss ja doch nicht den ganzen Weg. Ah, wir sind komisch. Wie gesagt, an sich ist das Spiel echt interessant. Ein bisschen langwierig und langweilig zum Teil. Es passiert einfach nichts. Gut, das kann man entspannt sehen, wenn man nicht so der Typ für hektische Momente ist. Dann ist das ideal für den einen oder anderen. Aber Musik fehlt manchmal an manchen Stellen. Manchmal hast du dann echt atemberaubende Musik. Aber so wie jetzt ist es halt, wenn man nicht mit sich selber redet, ist es echt ein bisschen einsam. Aber ich habe die Hoffnung nicht verloren, dass da noch etwas kommen mag. Dass das Spielverlauf ein bisschen heranhebt. Potenzial hätte es ja auf jeden Fall. Von der Grafik her, von der Spielmechanik her. Ich denke, die Gegner werden hoffentlich auch noch ein bisschen interessanter. Piep, piep, piep. Und nicht nur interessanter, sondern auch ein bisschen komplexer. Ist da noch irgendwas? Nee. Ja, abwarten. Versuchen wir der Sache. Warum nochmal speichern? Ich glaube, wahrscheinlich ist es Failsafe. Falls man oft stirbt und man sich denkt, oh, ist das schwer. Das schafft doch kein Mensch. Aber immerhin nochmal Rückenmassage. Sehr gut. Zu einer guten Rückenmassage sagt man nicht nein. Vor allem meine Freunde nicht. Da noch die letzte Ranke. Das ist ziemlich hoch. Da muss jeder Handgriff sitzen. Sonst endet das fatal. Jo, es ist hoch. Fatal mit einem Genickbruch. Oder in dem Fall mit einem Neustart. Oh Gott.
Boah, mach keine Faxen hier. Was? Ist nicht deine Ernte. So, ich kann... Was? Kein Stab mehr. Okay. Jetzt wird's interessant. Kein Stab mehr. Kein Bumerang. Kein kleiner irgendetwas. Hallo. Seid freundlich zu mir. Ich habe nämlich keine Waffen, aber das solltet ihr nicht wissen, weil sonst bin ich angreifbar. Rückenmassage. Hallo. Na du? Kann man dich... Ey, geil, alle kommen. Kann man dich streicheln? Kann man dich packen? Ja, ich weiß, das gefällt dir wahrscheinlich nicht. Deswegen lasse ich dich wieder. Sweet. Ich glaube, die sind freundlich. Muss man irgendwie eine Möglichkeit finden? Oder kann ich hier was bauen? Scheinbar nicht. Nix. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte wichtig sein, wenn ich schon keine Waffe habe, dann wenigstens etwas zur Verteidigung. Es könnte es... ja. Also. Wir brauchen unseren Stab. Vergleichbumerang. Nee. Wir nehmen unseren Stab. 38 haben wir. Kann man... Warum? Was ist das? Was soll ich damit? Und vor allem, was soll ich damit? I don't fucking get it. So, neuer Rentnerstab. Dann kann der weg. Und haben wir 35? Nein. Ich glaube, das ist Munition für die Armbrust. Geh weg da. Eine Pfanne. Können wir die Pfanne jetzt offen nehmen? Nice. Das nehmen wir mal. Das probieren wir mal aus. Pfannen sind nützlich zum Kochen und zum Kämpfen. Großes Gesetz. Ich bin froh, dass sie uns nicht angreifen. Auch wenn die ziemlich fies aussehen können. Hoch. Die Möglichkeit abzugraden müsste eigentlich auch gegeben sein. Ich meine, sonst wird es echt schade. Gerade den Bogen, dass man da irgendwie die Möglichkeit hat, ein Visier drauf zu schnallen, um das Zielverhältnis ein bisschen zu verbessern. Dann sind wir einfach mal gespannt. Viele Hammer. Oh Gott, drei fehlen. Um unseren geliebten Bumerang herzustellen. Was steht denn da noch? Alle vom Waffen erstellten Ersteller haben eine Gesundheit. Ja, das kennen wir. Was? Okay. Was? Und jetzt los! Okay. Ich glaube, jetzt geht's los. Was? Ernsthaft? Ich dachte, die werden meine Freunde. Hallo? Hör auf! Hör auf! Ihr seid so klein, euch kann man rumschlagen. Boah, nice. Ihr kennt mir gar nichts. Ihr seid mir viel zu klein. Ja. Rennt. Rennt weg. Ihr seid ein Rentner.
Geh weg da! Ja, und jetzt? Und du, willst auch einen? Zack! War das alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, da guckst du. Und der nächste. Ja, da schreist du, gell? Erst auch freundlich tun und dann hinterrücks mich angreifen. Die kleinen fiesen Dinger. Lass dich so nicht mit mir rummachen. Kriegt alle eins drauf. Und du. Und tack, tack. Na, mehr habt ihr nicht drauf. Wird's halt ein bisschen Fun-Action. Na, kommt. Fuck. Was ist mit dir los? Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Oh nein, schon wieder. Nix verlieren. Komm schon. Zack. Bug erledigt. Fun Action. Ja, Mann, die Pfanne. Oh, fuck. Die Pfanne und die Wand, glaube ich. Darum kümmere ich mich später. Irgendwas habe ich geschlagen. Viel zu sehr drin in der Pfannen-Action. Boah, sind es viele langsam. Aber sie haben alle keine Chance gegen meine Pfannen-Action. Und das Spiel kommt auch nicht darauf klar. Na, kommt her. Eigentlich brauche ich nicht laufen. Kommt einfach her. Holt euch eure Fun-Action ab. Oh, ich habe, glaube ich, die Befürchtung, dass ich gar keinen Schaden mache mit der Pfanne. Na gut. Dann wohl damit. Ja. Fahne gut, alles gut. Leider nicht. Es braucht richtige Waffen. So, jetzt geht. Oh oh. Da kommt irgendwas Großes. Glaube ich. Und da bumpert's. Oh, ich befürchte etwas. Irgendwas Großes wartet da auf uns wahrscheinlich. Ah, Mann. Boomerang. Okay. Nehmen wir den Bogen. Easy. Ja, Mann. Oh, fuck. Er ist zum Glück langsam. Oh, springen kann er auch. Oh, ein Feuerteufel. Oh, Mann, und Schwierigkeiten. Ich muss mich an den Bogen ein bisschen gewöhnen.
Aber es wird immer besser. Mann! Dieses Greifverhalten ständig. Ich muss immer warten, bis er snappt. Und dann kann ich erst... Aber wird besser. Habe ich gerade was gesagt? Oh fuck. Und jetzt los. Warst du schon? Oh, die kleinen Dinger kommen jetzt auch noch. Okay. No. Ja, das mit dem Halten, das ist halt echt nervig. Gut, er tut nicht gleichzeitig angreifen. Ist schon mal gut. Immer zwei Schläge aufs Fressbrett. Oh, steht wieder die Wand. Oh Gott, wie das viele. Das ist zu viel für das Spiel. Muss ja wahrscheinlich die einzelnen Minions hier berechnen. Verhalten. Wie heißt es? Nav-Maps, wo die hinlaufen sollen. Mann! Ist nicht deine Ernte. Bald habe ich dich. Na also. Mehr hast du nicht drauf, hä? Aber cool siehst du aus. Ja, huldigt euren Meister. Oder trauern die? Oh, die trauen. Mag das nicht, noch einmal so einen Blödsinn zu machen, ja? Selber schuld, wenn ihr mit dem König euch anlegt. Und da ist er gewohnt. Finde. Toilettenkabine. Gut. Eine Belohnung gab es jetzt nicht, außer Trauer. Super. Oh, der nächste Kristall. Den schnappen wir uns gleich. Nummer 2 von 4. Easy. So. Und nun? Ah, hier entlang. Okay. Abschlussmusik. Boah, erinnert mich an Interstellar. Mein Lieblingsfilm. Hör auf! Ich hatte gerade einen irrsinnigen Kampf vor mir. Windet's hier? Oder was bewegt sich hier so? Eine Bombe ist auch gut. Ja, mit. Oh, eine Rakete.
Oh, hier windet's, glaube ich, stark. 35, wir können uns endlich wieder unseren Bumerang holen. Das machen wir noch schnell. Wir sind noch hoch oben. Hoch oben auf dem Turm. Der Turm der Weisheit. Oder der, eher vielleicht auch der Dummheit. Aber ein Gutes hat es. Wir haben unseren Bumerang wieder. Da merkt man erst, wie wichtig der uns ist. So. Ah. Na also. Sehr gut. So, dann ab zum nächsten Level. Keine Zeit vergeuden. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert ohne Seilwinde. Aber wird schon seine Gründe haben. Bin nur gespannt, welches Level uns jetzt erwartet. Dann gehen wir mal rein. Und ab die Luzi. Tschüss. Da hat sich was bewegt. Next Level. Eisgebiet. Von der Höhe zur Kälte. Ob mir das gefällt. Oh, das ist so eine Erzmine. Das sah auf den ersten Schein aus wie Eis. Sehen wir dann. Okay. Aber erstmal Rückenmassage. Haben wir uns redlich verdient. Ah, oh. Sieht auch nice aus. Eine merkwürdige Apparatur. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Granats? Dieses Ding ist mir suspekt. Das schalten wir gleich mal aus. Boom. Ganz klein. Oh. It's Boomerang Time. Easy. Okay, das reicht auch aus. Oh, du klaust mir immer irgendetwas. Toll, ganz toll. Es sind immer diese Löcher. Muss man aufpassen. Ist immer noch windig hier. Bis auf das letzte Stück dezimiert. Wow. Nichts drin. Nee. Dann nehmen wir unseren Stab. Ist Verschwendung. Denn der Bumerang ist heilig und kostspielig. Komisch, dass es so leckt. Da geht es auf jeden Fall runter. Ziemlich weit runter. Das sind Geheimnisse? Ich weiß nicht. Müssen wir da runter? Gehen auf jeden Fall einmal durch. Mal so einen kurzen Überblick zu beschaffen. Oh.
keine Füße, keine Arme. Ah, war schon. Okay. Reicht es? Nein. Ich schieb diese Dinger nicht. Oh, ein Tree-Trip! Lang nicht mehr gesehen. Komm, flieg, kleiner Tree-Trip. Vorsicht! Schau wieder. Ja, komm. Ja, der klaut, glaube ich, nur. Solange es nicht das ist. Da haben wir noch eine Granate zu holen. Holen wir gleich mal. Ja, die könnten wichtig sein. Ist immer gut, sowas parat zu haben. Da kriecht er. Der Armselige. Und da können wir nochmal was craften. Wenn wir was hätten. Was wir aber nicht haben. Aber wir haben ja uns. Das ist auch wichtig. Der Thors Hammer. Und diesmal leuchtet er. Oh, den können wir nehmen. Geil. Diesmal habe ich es raus mit dem Schulterbogen. Oh, der ist kräftig. Thors Hammer. Den können wir. Nee. Ich dachte, den können wir wirklich wie Thors Hammer werfen. Kann man den doch werfen? Mist. Ja, nehmen wir als Nahkampfwaffe. Ist auch gut. So. Oh, nee. No. Das machen wir nicht. Nee. Da suchen wir einen Weg dran vorbei. Da mache ich nicht mit. Auf jeden Fall, da müssen wir irgendwas machen. Und dann haben wir noch einen Geheimgang. Und ja. Und ja. Habt's atmen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Hammer anstellen soll. Wirklich nützlich ist er nicht. Vor allem, der ist auch teilweise kaputt. Thors Hammer funktioniert anders. Aber wir sind weitergekommen. Wir sind ja eine neue Ebene untergestiegen, aufgestiegen, runtergefahren. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht's so langsam los. Ich weiß, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Aber mein Gefühl hoffentlich täuscht mich nicht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann denke ich mal, geht's weiter rum. Aber diesmal verlieren wir nicht den Bumerang. Das ist jetzt unser heiliger Gral. Bis zum nächsten Mal, euer Anderl Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.